Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung, wenn wir wieder voreinander stehen, heute an diesem Samstag. So, wir gehen hier rein, nichts unangemacht hat, mitgetackt worden, sondern das Mod-Pack gibt's bei FWM. So, nicht hier, hat Spaß natürlich. Wir kategorisieren nach Marken. Das haben wir mal kurz. Turnier. Und jetzt finden wir hier dann Johnny Bulldog, Beinbremse und mehr. Ich habe gedacht, der Bulldog passt so gut auf der Map, deswegen habe ich gedacht, komm, wir machen die Map. So sieht er aus. Wir kaufen mal schon. So. Dann kaufen wir mal kurz die wunderschöne Johnny Bulldog-Beinbremse. 70 PS, also. Sieht voll breit aus. Also, ja, ich habe gemerkt, dass mein Fenster offen ist. Plus mehr brauchen wir dann. Kaufe dann auch mal schnell. Plus ein Schwader. Natürlich das Größte. So. Ja, da steht unser Fuhrpark jetzt. So. Oh. Gott. So, wir starten, Alter, mit dem Bulldog. Ich weiß, ob ihr das hört, ich schätze mal kurz nicht, das hören wir schon ein bisschen lauter. Das hört er aber gut. So, von innen, ja, ganz okay. Gibt es was Besonderes? Ja. Ja. So. Die Mäher testen wir später, weil ich muss dazu noch was mähen gehen. Deswegen sage ich, bis jetzt habe ich. So, wir sind an einer gewissen Feld dran angekommen. Ich habe eigentlich wohl schon einen Fehler entdeckt von dem Mod-Projekt, und zwar dieser Warnblinker geht nicht aus. Ich habe vom Bulldog den Warnblinker aus. Wieso ist hier der Warnblinker an? So, mal schauen, ob es funktioniert. Und das funktioniert. Super, geil. Leute, so soll ich euch was Schönes sagen. Jetzt ganz gleich wieder, weil ich das Fell gemäht habe und Fell geschwadert habe und ich will eine Beinpresse hier vor, hier oben stehe. Mit dem einen Johnny Bulldog. Ihr wisst, welches ich meine. Bis gleich!
So, nach Jung, Schwadere und Gemacher. So, jetzt beim Chandia auch angekommen, fast bei Ballenpresse. Mit der immer noch übelst breiten Ballenpresse, wie ich finde. Manchmal ist er in das Tod. Wir werden sehen. So. Ich finde, der Bulle passt voll gut auf die Map. Aber generell dieses Pack. Und immer noch von der FBM. Es gehen 8000 Gras gegen darin. Zack, auch mal mit so einem Ding, wo er so rausdrückt, sag ich jetzt mal. Aber Leute, ich kann dir mal sagen, innerhalb nach. Oh. Nach 23 Minuten hier Aufnahme und Testing. Ich sag mal 15 Minuten, weil. Oder so, wegen Schwadams, weil er nicht so ein Pack. Ist auf jeden Fall dieses Pack cool, außer halt diesen Fehler mit dem Warnblinker. Mit dem Meer. Ist der nicht ausgeht oder sowas. Ja, das Flash jetzt in der nächsten Version gefixt oder sowas, ich habe keine Ahnung. Ja, der Link zu dem Mod ist natürlich in der Infobox oder Videobeschreibung. Bis jetzt beim nächsten Mal, hau rein, schönen wunderschönen Samstag und ciao.